Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Heute am 4.12.2020 zum Schwerpunktthema Zinsschranke, § 12a KStG neu. Gemeinsam mit mir führt durch diesen relativ kurzen und knackigen Webcast Lukas Bernwieser. Lukas, danke, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Morgen. Freue mich auf den gemeinsamen Beitrag und bin schon gespannt, wie er auch bei Ihnen ankommen wird. Da sind wir auf alle Fälle gespannt, ja. Wobei, schauen wir mal kurz durch. Wir haben es jetzt so aufgeteilt, wir haben ein paar Key Topics, also wenn man so möchte, die Zinsschranke wirklich ganz, ganz kurz und knackig auf die wesentlichen Punkte reduziert, 4, 5 Folien, und geben Ihnen danach noch ein bisschen eine Evaluierung, ja, vom 12a KStG, was es denn standardpolitisch für Österreich bedeutet, bevor wir ein paar Details zu den Regelungen und ein paar Beispiele herausgreifen. Also wie gesagt, ich hoffe, Sie nehmen da was mit, sonst können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren. Lukas, magst du anfangen? Sehr gerne. Von meiner Seite quasi die Aufgabe, hier jetzt Sie mit einem Schnelldurchlauf durch die Zinsschranke Ihnen da ein Gefühl zu geben, was ist die Zinsschranke eigentlich? Oh, dann im Anschluss, wie gesagt, vom Gerhard Kerbel ein steuerpolitischer Ausblick, mehr oder weniger, was bedeutet das für den Standort, welche Unternehmen sind betroffen? Und im Anschluss daran schauen wir uns die Zinsschranke im Detail an, greifen wir uns einzelne Aspekte heraus und erläutern auch mit Beispielen, wie diese Themen zu verstehen sind. Einleitend vielleicht ein paar Anmerkungen zum Hintergrund. Die Zinsschranke ist in der Anti-Tax Avoidance Directive, also in der Anti-BEPS-Richtlinie, geregelt und war eigentlich von den Mitgliedstaaten bis zum 31.12.2018 umzusetzen. Österreich hat hier den Standpunkt vertreten, dass man ja ohnehin schon eine Regelung hat, die Zinsen quasi den Abzug hier vermeidet mit dem 12.1.10 eben für niedrig besteuerte Zinszahlungen im Konzern und dass man deshalb von einer verlängerten Umsetzungsfrist Gebrauch machen kann. Die EU-Kommission hat diese Auffassung nicht geteilt, hat gesagt, die 12.1.10er ist quasi keine Maßnahme, die gleichermaßen wirkt wie die Zinsschranke und deshalb ist hier der Gesetzgeber jetzt unter Zugzwang und bringt uns mit dem Covid-19-Steuermaßnahmengesetz den neuen 12a KStG, also die Zinsschranke. Der Initiativantrag dazu ist schon eingebracht worden am 20. November 2020. Geplantes Inkrafttreten ist der 1.1.2021. Sie sehen, es ist relativ kurzfristig, wie das jetzt vonstatten geht, also anzuwenden auf Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 beginnen. Was interessant ist, die Zinsschranke soll zusätzlich zu den bestehenden Abzugsverboten eingeführt werden, also der 12.1.10, der 12.1.9, wie wir ihn kennen aus der Vergangenheit, diese Abzugsverbote für konzerninterne Erwerbe, wenn die fremdfinanziert sind, oder für niedrig besteuerte Zinsen im Konzern, die bleiben uns erhalten. Zusätzlich müssen wir jetzt eben den 12a KStG mit am Schirm haben. Was gibt es sonst noch einleitend zu sagen? Vielleicht die Zielrichtung der Zinsschranke. Wie es der Name schon sagt, Zinsschranke soll beschränkt werden, der Zinsabzug. Überlegung dahinter, immer wenn Zinsen quasi nicht abzugsfähig sind, ist mehr Steuerbemessungsgrundlage da, also es erfolgt eine Besteuerung im Quellenstaat. Zwei Zielrichtungen sind ausgegeben, mehr oder weniger. Erste Zielrichtung, Steuervermeidungsstrategien hier zu konterkarieren, hier zu hemmen, eben indem man eben den Zinsabzug einschränkt. Und zweite Zielrichtung ist, die Zinsschranke bietet einen Anreiz für Konzerne, Fremdkapitalkosten im Einklang mit dem Wertschöpfungsbeitrag im Konzern zu verteilen. Warum das? Also das sieht man ganz gut, wenn man den Kern der Regelung sich ansieht. Die Zinsabzugsfähigkeit wird einfach abhängig gemacht vom steuerlichen EBITDA und das steuerliche EBITDA wird irgendwie so als Indiz verstanden für die Wertschöpfung. Wenn man sich den Kern der Regel jetzt ansieht, quasi auf der Folgefolie, dann sieht man, der sogenannte Zinsüberhang steht hier im Blickpunkt. Was ist der Zinsüberhang? Das ist so das Produkt aus abzugsfähigem Zinsaufwand minus steuerpflichtigen Zinsertrag, also was ist der Netto-Zinsaufwand, hier vereinfacht als Zinsüberhang formuliert im 12a KStG. Und der soll nur unter zwei Voraussetzungen abzugsfähig sein, also jedenfalls in Höhe von 3 Millionen. Also das ist so quasi der Freibetrag, der hier eingezogen wurde. Darüber hinausgehend, also wenn es über 3 Millionen ist, dann ist es nur abzugsfähig, wenn man so will, wenn der Zinsüberhang insoweit Deckung findet in 30% des steuerlichen EBITDA.
Wie das Verhältnis quasi dieser Schranken zueinander ist, wie das zu verstehen ist, schauen wir uns im Detail nachher an. Vielleicht für die Einleitung noch ein paar Worte zum persönlichen Anwendungsbereich. Der ist sehr umfassend ausgestaltet. Also im Blickpunkt stehen klarerweise Körperschaften, nämlich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 2 Ziffer 1 KStG, das heißt AGs, GmbHs, aber auch Genossenschaften oder Privatstiftungen stehen hier im Blickpunkt. Auch beschränkt steuerpflichtige Körperschaften sind umfasst, soweit sie eine Betriebsstätte im Inland haben, und die Zinsschrankenregelung ist dann quasi nur isoliert auf diese Betriebsstätte anzuwenden. Aufgrund des umfassenden Anwendungsbereichs gibt es auch Ausnahmen, Gegenausnahmen, allen voran vielleicht die Bestandsschutzregel, also Verträge, die vor dem 17.06.2016 geschlossen wurden. Das sind quasi so, wenn man so will, die Uraltverträge. Die sollen ausgenommen sein, also spielen hier für die Zinsschranke vorerst nicht mit. Das gilt aber nur bis zur Veranlagung 2025. Danach quasi sollen auch diese Altverträge hier hineinwachsen, wenn man so will, in die Zinsschrankenregelung. Zweite Ausnahme, die die Zinsschranke in 12a KStG vorsieht, ist der Eigenkapitalquotenvergleich. Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist im Prinzip die Freibeweismöglichkeit für eine Körperschaft, indem sie quasi Eigenkapitalquote auf Basis ihres Einzelabschlusses mal ermittelt und quasi belegt, dass diese Eigenkapitalquote gleich hoch oder höher ist als die im Konzern. Überlegung dahinter ist die Steuervermeidung. Also wenn eine Einzelgesellschaft belegen kann, die Eigenkapitalquote ist gleich hoch oder höher als die im Konzern, ist klar, über diese Gesellschaft wird keine Steuervermeidungsstrategie geroutet mit Fremdkapital. Und deshalb soll hier eine Ausnahmemöglichkeit bestehen. Und zu guter Letzt auch eine Ausnahmemöglichkeit, die Standalone-Klausel, also für eigenständige, selbstständige Unternehmen, die nicht irgendwie eingebunden sind und für sich stehen, die soll ausgenommen sein, weil man auch hier vermutet, dass hier keine Steuervermeidungsstrategien gefahren werden. Es gibt auch antragsgebunden Vortragsmöglichkeiten, nämlich einerseits der Zinsvortrag bedeutet, insoweit ich Zinsen nicht abziehen kann, dann soll der nicht abzugsfähige Teil vorgetragen werden können, unbeschränkt, damit er eben vielleicht in Zukunft in Abzug gebracht werden kann. Ähnlich von der Systematik wie ein Verlustvortrag, nur ohne die 75%-Grenze, die wir so kennen. Zweites Thema, der EBITDA-Vortrag. Also wir haben es ja gesehen, einleitend wird der Zinsabzug ja auch davon abhängig gemacht, ob ein Zinsüberhang Deckung findet in 30% des steuerlichen EBITDA. Insoweit diese 30% nicht ausgereizt werden, besteht ja Spielraum. Na, und dieser Spielraum soll auch vortragsfähig sein. Ebenfalls auf Antrag, allerdings nicht zeitlich unbeschränkt, sondern auf 5 Wirtschaftsjahre beschränkt. Es gibt Sonderregelungen für Unternehmensgruppen. Welche das sind, schauen wir uns später an. Vielleicht noch ein Wort zu den Verordnungsermächtigungen. Es gibt zwei Verordnungsermächtigungen, nämlich eine, die regeln soll, wie man mit diesen antragsgebundenen Vortragsmöglichkeiten umgeht im Rahmen von Umgründungen. Und die zweite Verordnungsermächtigung betrifft die Ermittlung, quasi die Berechnung des steuerlichen EBITDA bzw. die Ermittlung Berechnung des Gruppen-EBITDAs. Wir sehen quasi von diesem ersten Schnelldurchlauf, wir müssen uns wieder ein bisschen umstellen. Wir haben hier als Beispiel eine Immobiliengesellschaft, die in Zinshäuser investiert, sich fremdfinanziert über eine Bank. Und die erste Message gleich vorweg, also der alte 12.1.10 oder nach wie vor aktuelle 12.1.10 hat darauf abgestellt, dass ich im Konzern mich finanziere. Das heißt, Fremdkapital von fremden Dritten, Banken war hier eigentlich kein Thema. Die Zinsschranke differenziert nicht danach, ob man Fremdkapital im Konzern aufnimmt oder wirklich extern, mehr oder weniger. Das heißt, hier ein Umstellungsbedarf möglicherweise, eben illustriert hier mit diesem Beispiel, dass es in solchen Konstellationen einfach nochmal drauf zu blicken gilt. Das zweite aber auch in ganz normalen konzernalen Verhältnissen haben wir einfach neue Spielregeln. Wir haben Sonderkonstellationen mit der Gruppe. Wir haben ganz eingeschränkt eben Ausnahmemöglichkeiten für Standalone-Unternehmen und auch hier möglicherweise eben aufgrund derselben Erwägung, dass eben Kredite von fremden Dritten mitspielen, nochmal einen Blick zu machen auf an sich schon bestehende Strukturen.
So viel zum Schnelldurchlauf, wenn man so will. Jetzt vielleicht ein steuerpolitischer Ausblick, nämlich wie hat sich das Ganze für die Steuerlandschaft in Österreich, was für Auswirkungen hat das? Und genau dazu hat, glaube ich, der Gerald Gerbel eine Antwort mit einer Studie. Und ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen. Gerald, bitte, du bist dran. Ein reibungsloser Übergang sozusagen. Danke, Lukas, für deine ersten Ausführungen. Wir wollen Sie nicht zu lange, wie gesagt, insgesamt mit dem Thema befassen. Ja, das Thema ist ja belastend genug wahrscheinlich, aber Ihnen auch trotzdem vielleicht vorweg ein paar Themen noch mit auf den Weg geben und sagen, naja, so schlimm ist es ja vielleicht dann doch gar nicht. Ja. Also Sie finden diese Studie auch auf unserer Homepage, die haben wir im Dezember 2017, Januar, Februar 2018 gemeinsam mit der WU Wien durchgeführt. Ziel war es einfach zu sagen, naja, die EU-Zinsschranke, also die Zinsschranke, die in der EU ATAD 1-Richtlinie, ja, in der Anti-Tax Avoidance Directive festgeschrieben ist, die hat ja extrem viele Wahlrechte. Ja, also wenn Sie die Richtlinie lesen, ist es fast so ein bisschen wie die Bilanzrichtlinie. Ja, also da steht in jedem zweiten Satz ja kann oder darf. Von daher war natürlich die Frage zu sagen, naja, wie kann man das denn hier in Österreich umsetzen? Zum einen, ja, standortpolitisch möglichst amikal, ja, zum anderen ja auch wissend, dass wir schon seit vielen Jahren sehr strenge Regeln haben, ja, weil der Ziffer 10 oder Ziffer 9, den der Lukas genannt hat, das sind ja ganz punktuelle Regelungen im Konzernsteuerrecht, ja, und die Zinsschranke ist natürlich auch Konzernsteuerrecht, ja, die UATA ist Konzernsteuerrecht, aber die Zinsschranke ist natürlich das Breitschwert, ja, wenn Sie so wollen, die einmal über alles drüber geht, ja, und Bankzinsen, aber zu dem kommen wir auch noch, ja, also grundsätzlich alle Zinsen umfasst, ja, die irgendwie nur mit einer Finanzierung und mit einem Finanzierungsgedanken korrelieren. So, und bei der Studie haben wir uns eigentlich gefragt, naja, wie könnte das denn im Rahmen dieser vielen Wahlrechte möglichst amikal ausgestaltet werden? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das heißt, wir haben angeschaut, es gibt ja die Möglichkeit, 3 Millionen, Lukas hat es zuerst genannt, Freibetrag, / Freigrenze, ja, geltend zu machen, also bis zu einem Nettozinsaufwand von 3 Millionen passiert einmal gar nichts, ja. Da war die Frage, machen wir einen Freibetrag, machen wir eine Freigrenze? Weil da steht ja bis zu, es könnte auch null sein. Ja, dann war die Frage, was passiert über einen längeren Zeitraum? Ja, weil die Zinsschranke, die ist ja leider, muss man sagen, oder wissen Sie natürlich, die ist gekommen, um zu bleiben. Ja, also macht es hier Sinn, einen Zins- und EBTA-Vortrag möglichst generös auszugestalten oder hat das eh keinen Effekt? Ja, und dann letztlich auch zu sagen, naja, korreliert quasi ein Zins-EBTA-Vortrag beziehungsweise ein Freibetrag, eine Freigrenze mit einem Nettosteueraufkommen beziehungsweise auch mit einem Verwaltungsmehraufwand, weil man muss sich ja auch vor Augen halten, die Einführung einer Zinsschranke, ich meine, natürlich wird es im Finanzonline relativ einfach sein, separate Kennzahlen zu Finanzierungen abzufragen, die verpflichtend einzutragen, aber es ist ja trotzdem ein zusätzlicher administrativer Aufwand, dem hier nachgegangen werden muss. Ja, also auch von daher muss man sagen, wir haben schon gute Regelungen, die Zinsschranke müssen wir einführen und vielleicht die gute Nachricht vorweg, Gesetzgeber hat es ja relativ amikal eingeführt und mit größtmöglicher Vorsicht hier ins österreichische Konzernsteuerrecht implementiert. Dazu kommen wir aber vielleicht noch ganz kurz vorher ein paar Studienergebnisse. De facto, was sind die Daten? Wir haben uns über den Zeitraum 2007 bis 2016 hier 141.000 österreichische Unternehmen angesehen. Finanzunternehmen haben wir für diese Studie hier außen vor gelassen, auch vor dem Hintergrund, weil die Richtlinie ja für Finanzunternehmen eine Ausnahme vorsieht. Diese 141.000 Unternehmen auf einen Zeitraum erstreckt von 10 Jahren bedeutet natürlich 1,4 Millionen Datensätze. Wir haben dabei angenommen, dass mit wenigen Adaptionen ja die unternehmensrechtlichen Daten, weil die steuerrechtlichen sind so nicht verfügbar, de facto den steuerlichen Ergebnissen entsprechen. Das heißt, es waren schon ein paar Annahmen notwendig und haben dann aber auch nochmal für die IMO-Branche aus diesem Gesamtunternehmensportfolio eigene Unternehmen rausgeschält. Was haben wir hier dann de facto noch zusätzlich machen müssen? Also die 1,4 Millionen hören sich ja grundsätzlich schon mal gut an. Es gibt aber relativ viele, und das sehen Sie dann in der Folge, was dann überbleibt, ja, Unternehmen mit fehlenden Daten, ja, wo wir einen negativen Steueraufwand haben, ja, also die gar nicht reinkommen, mit einem Zinsertrag statt einem Zinsaufwand, ja, wo es Konzernabschlüsse gibt. Also wenn man das alles rausfiltert, ja, dann bleiben Ihnen am Schluss
wirklich komplette Datensätze auch nur noch von 24.000 Unternehmen, respektive für die Immobilienbranche knapp 2.400 Unternehmen übrig. Ja, also das war dann die Grundgesamtheit, mit der wir ins Rennen gegangen sind. In den nächsten vier Folien nur ganz kurz und knackig die Aussagen präsentiert und dann vielleicht standortpolitisch der derzeitigen Implementierung von 12a KSDG gegenübergestellt und einfach vielleicht kurz diskutiert, vielleicht auch mit dir, Lukas, wenn du Zeit und Lust hast. Ja. War das gut, war das schlecht? Was könnte verbesserungswürdig sein? Wobei wir schon anfangs gehört haben, dass verbesserungswürdig jetzt ein relativ aussichtsloser Begriff ist, weil also das Gesetz wird ja ohne Begutachtung verabschiedet. Hier sehen Sie 2008 die Finanzkrise und die obere Linie zeigt Ihnen die Auswirkung der Zinsschranke oder die Häufigkeit, mit der Unternehmen unter die Zinsschranke fallen würden, wenn es keinen Freibetrag gibt. Ja, also wir haben für die Studie auch unterstellt, es ist ein Freibetrag und keine Freigrenze. Warum? Weil der Freibetrag sicherlich die amikalere Umsetzung dieser Ausnahme ist, weil Sie wissen, die freie Grenze hatte diesen Fallbeileffekt. Ja, bin ich drüber, ist alles in der Regelung gefangen und der Freibetrag mildert diesen Effekt natürlich deutlich ab. Ja, Sie sehen auch hier, würden wir einen Freibetrag einsetzen. In dem Fall haben wir gesagt, entweder 1, 2 oder 3 Millionen, die maximale Obergrenze, weil die Richtlinie lässt ja zu von 0 bis 3 Millionen eigentlich alles. Ja. Dann sehen Sie schon, dass deutlich weniger Unternehmen hier unter die Zinsschranke fallen. Vielleicht, wenn es mir gerade in diesem Zusammenhang einfällt, man darf ja bei den 3 Millionen, man darf ja nicht vergessen, die Zinsschranke entspringt einer EU-Richtlinie, das heißt, das ist EU-einheitlich umzusetzen. Insofern gibt es auch EU-einheitlich ganz, ganz unterschiedliche Ausnahmen bzw. Maßnahmen, die hier beansprucht werden in der Richtlinie, um die Effekte teilweise abzumildern oder auf eben die jeweilige Volkswirtschaft passend zurechtzuschneiden. Beispielsweise, wenn mir da gerade einfällt, ja, auch in Polen gibt es den Freibetrag, ja, und da sind es da auch die 3 Millionen, nur halt leider in Landeswährung. Ja. Also auch da muss man sagen, da bitte Obacht und Acht geben, wenn Sie international investiert sind. Es kann durchaus sein, dass die Richtlinie hier ganz, ganz unterschiedlich in einzelnen Staaten umgesetzt wurde. Ja. Dann durch die Frage der Häufigkeiten. Wir haben uns auch gefragt, wie viele Unternehmen fallen die in allen Jahren hinein, in allen 10 Jahren oder fallen die vielleicht nur ein paar Mal rein? Und dabei zeigt sich natürlich, dass in den ersten 1, 2 und 3 Jahren signifikant viele Unternehmen hineinfallen, dass es nicht jedes Unternehmen fällt jedes Jahr hinein. Ratio daraus de facto, wenn man diesen nicht genutzten Zinsanteil oder diesen EBITDA-Anteil vortragen kann, das heißt zu einem späteren Jahr, wo ich gar nicht mehr in die Zinsschranke reinfalle, aber den trotzdem nutzbar machen kann, ist der Gesamteffekt sehr überschaubar. Ja, beziehungsweise ist das Unternehmen über einen längeren Zeitraum nicht von der Zinsschranke betroffen. Kurzfristig kann es natürlich Liquiditätsnachteile haben, das ist klar, ja, aber de facto dann zu sagen, mein gesamter Zinsaufwand verteilt über eine längere Periode ist dann trotzdem vorzugsfähig, also auch das ist eine Aussage, dass das der Fall ist und insofern auch hier ein Plädoyer für einen großzügigen Zins- und EBITDA-Vortrag. Gut, signifikante Unterschiede, wir haben dann auch natürlich Zinsunternehmen oder Unternehmen, die unter die Zinsschranke fallen, mit Nicht-Zinsschrankenunternehmen, so habe ich es hier genannt, verglichen. Was fällt auf, kurz zusammengefasst, die Zinsschranke wird treffsicherer, je höher der Freibetrag wird. Ja, also es fängt an bei 2 Millionen und je höher der Freibetrag, desto treffsicherer wird sie. Was meinen wir mit treffsicher, wenn man, ich weiß, da hat der Lukas immer eine eigene Meinung dazu, ja, von treffsicher bei einer Zinsschranke sprechen kann, weil treffsicher ist sie sicherlich nicht, ja, oder nie, ja, aber sie ist mehr treffsicher, nämlich hilft Unternehmen, die hier wirklich aktiv versuchen, Zinszahlungen in Niedrigsteuerländer zu verlagern, zu treffen, wenn der Freibetrag höher ist. Vielleicht das nur hier ganz kurz zusammengefasst, die Aussage. Gut, und dann war noch die Frage, Steuermehreinnahmen versus betroffene Unternehmen. Also Sie sehen es hier klein, wie viele Unternehmen fallen denn rein und was sind die Steuermehreinnahmen? Die Steuermehreinnahmen, der hellgrüne oder der, in dem Fall, Entschuldigung, dunkelgrüne Balken, ja, und die Anzahl der betroffenen Unternehmen, hier der ganz oder blassgrüne Balken. Ja. Also ohne Freibetrag ist klar, sind viele betroffen und wenn man es hier in Korrelation setzt, sieht man eigentlich ganz gut, ja, dass hier die Steuermehreinnahmen eigentlich nicht signifikant
sinken, ja, aber natürlich die Anzahl der betroffenen Unternehmen schon. Das heißt aber auch hier quasi eine Lanze für einen hohen Freibetrag, um eigentlich alle Unternehmen, die es betrifft, einzufangen, ja, also möglichst zielgerichtet, oder ich sage mal im Rahmen der Zinsschranke möglichst zielgerichtet zu agieren, ja, aber auch das Steueraufkommen oder Steuermehraufkommen nicht zu gefährden. Man darf ja auch eines nicht vergessen, Steuereinkommen und die Einführung der Zinsschranke führt natürlich auch im Gegenzug immer dazu, ja, dass einfach ein Verwaltungsmehraufwand entsteht. Ja, es muss ja gemonitort werden, es muss überwacht werden. Also von daher hilft aus unserer Freibetrag, diese Relation zu wahren, also immer noch ein Optimum an Steuermehreinnahmen zu lukrieren, den Unternehmen aber auch möglichst generöse Ausnahmebestimmungen zuteil werden zu lassen und den Verwaltungsmehraufwand so zu optimieren oder nicht signifikant zu steigern. Also das, was wir gesagt haben, hier noch einmal, ich gehe da vielleicht schneller drüber, Sie bekommen die Präsentation natürlich dann im Anschluss zum Download, keine Frage, hier noch einmal kurz zusammengefasst. Vielleicht auch hier noch mal die Überlegung, wie ich es angekündigt habe, Wunschliste, was davon ist eingetreten, was nicht. Na, gehen wir es kurz durch. Formulierung, Freibetrag anstelle einer Freigrenze. Freigrenze, das ist nicht selbstverständlich, denken Sie an den deutschen 4H, deutsches ESDG. Da steht die Zinsschranke drinnen, die betrifft natürliche Personen, Einkünfte aus Gewerbebetrieb beispielsweise, und sie hat eine freie Grenze. Die war ja originär mal 1 Million, die ist ja dann relativ schnell auf 3 Millionen aufgestockt worden, weil man einfach gesehen hat, der Effekt ist einfach zu extrem. Also insofern müsste man sagen, Gesetzgeber, wunderbar umgesetzt, danke für den Freibetrag, danke für die 3 Millionen, damit fallen schon mal sehr, sehr viele Unternehmen nicht hinein, und das habe ich vielleicht vergessen, das zeige ich Ihnen noch kurz. Insgesamt, ja, bei einem Freibetrag von 3 Millionen hätten wir jetzt, also abseits der Finanzindustrie, gerechnet, circa 350 Unternehmen wird es betreffen. In denen sind auch nochmal 80 Immobilienunternehmen enthalten. Also wenn wir sagen, 80 Immobilienunternehmen, bauen wir mal auf Basis der Daten 2007 bis 2016 und dann hier nochmal 260 andere Unternehmen. Ja, also Sie sind vermutlich eines dieser anderen Unternehmen. Also es hilft Ihnen nichts, wenn ich sage, es sind nicht so viele. Ja, natürlich die Unternehmen, die hier reinfallen, das sind schon große Unternehmen, und für die ist das natürlich eine signifikante Umstellung. Maximal steuerliches EBITDA, wir hören es nachher noch vom Lukas, Bemessungsgrundlage für den maximalen Zinsabzug ist ja mal der steuerliche EBITDA, und auch da heißt es in der Richtlinie bis zu 30%, ja, also da haben wir die Obergrenze genommen. OECD Approach hätte ja eine Bandbreite, die deutlich darunter liegt, vorgeschlagen. Zinsvortrag zeitlich unbefristet angenommen, EBITDA-Vortrag zeitlich befristet, wie in der Richtlinie auf 5 Jahre, großartig umgesetzt, wird hier auch dazu führen, dass Unternehmen, die möglicherweise hier krisenbedingt auch mal reinfallen, keinen langfristigen Effekt spüren, sondern innerhalb der nächsten Jahre hier diesen Zins- oder EBITDA-Vortrag einfach nutzen, um überschüssige Finanzierungskosten hier aufzuteilen. Gut, und die Eigenkapital-Escape-Klausel, hat Luca schon zu Beginn gesagt, das ist eine wichtige Konzernausnahme. Die Richtlinie sieht dann auch noch die EBITDA-Escape-Klausel vor, die ist bei uns nicht implementiert worden, hat in der Praxis so vom Gefühl her aus meiner Sicht auch nicht wirklich den großen Stellenwert. Wobei, wie gesagt, wir haben es nicht untersucht, vielleicht wäre das auch mal noch Ziel für eine Folgestudie. Jetzt habe ich noch einen Punkt diskussionswürdig da. Jetzt weiß ich, dass der Lukas immer sehr gerne diskutiert. Lukas, möchtest du dich da einbringen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also vielleicht erster Punkt, was wir hier erleben mit der Zinsschranke, ist ja sowas wie ein Paradigmenwechsel. Wir haben spezifische Abzugsverbote, kennen wir mit dem 12.1.10, mit dem 12.1.9. Und jetzt wird quasi gefühlt, geht man weg von den spezifischen Abzugsverboten hin zum, wie du gesagt hast, Breitschwert der Zinsschranke. Dieser Paradigmenwechsel wird aber nicht vollständig vollzogen, sondern man behält sich ein bisschen noch eben diese spezifischen Abzugsverbote und führt die Zinsschranke zusätzlich mit ein. Also weil wir ja gerade Dezember haben und Christkind ist nicht weit weg, wenn man einen Wunsch formulieren darf, ist, dass man vielleicht sich dazu hinreißen lässt, diese spezifischen Abzugsverbote sein zu lassen und generell umzusteigen auf die Zinsschranke. Das wäre vielleicht etwas, über das man reden könnte. Ansonsten mit Blick auf die Zinsschranke und die Richtlinie, die dahinter steht, sehr, sehr standortschonend umgesetzt, gibt es eigentlich nicht viel zu beanstanden. Hier und da punktuell, wir werden es dann im Detail sehen,
hat man doch Themen, nämlich allen voran vielleicht die Standalone-Klausel ist sehr schwer zugänglich, wir werden es dann noch sehen. Und ja, das ist vielleicht der zweite Punkt, wo man vielleicht etwas zu beanstanden hätte. Möchtest du gleich weitermachen, Lukas? Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Das Thema ist nämlich folgendes. Wir haben Ihnen eigentlich jetzt nur im Schnelldurchlauf die Zinsschranke vorgestellt, die Studie aber quasi auch präsentiert. Und wenn Sie aber zu den Unternehmen gehören, die jetzt drunter fallen, können Sie vielleicht noch nicht viel anfangen mit der Zinsschranke. Darum würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht zum Aufwärmen die Funktionsweise der Zinsschranke an. Wir haben gehört, springender Punkt, mehr oder weniger das steuerliche EBITDA und quasi inwieweit der Zinsüberhang Deckung findet in 30% des steuerlichen EBITDAs. Zusätzlich mitzudenken, dieser Freibetrag von 3 Millionen, das heißt quasi, wenn ein Zinsüberhang kleiner oder gleich hoch ist wie der Freibetrag, dann habe ich an und für sich kein Thema, in ein Abzugsverbot zu rutschen. Darüber hinaus rutsche ich eigentlich nur mit dem 3 Millionen überschreitenden Betrag rein, außer der Zinsüberhang findet quasi hier Deckung in den 30% steuerliches EBITDA. Ein Detailblick vielleicht darauf, was heißt Zinsüberhang? Wir haben es kurz schon erwähnt, das ist quasi steuerwirksamen Zinsaufwand minus Zinsertrag. Bedeutet aber auch, wenn der Zinsertrag entsprechend hoch ist, kann die Zinsschranke gar nicht greifen. Ja? Und zweiter Punkt eben von der Systematik. Ich habe eben diesen Freibetrag, dadurch fallen viele Unternehmen in Österreich nicht runter. Darüber hinausgehend muss ich mir ganz einfach die Überlegung machen, findet der Zinsüberhang Deckung im 30% des steuerlichen EBITDAs. Leichter wird das Ganze mit einem Beispiel, haben wir auch mitgebracht für Sie auf der nächsten Folie. Ausgangssituation ist die, das steuerliche EBITDA wird hier angenommen mit 30 Millionen. Was das steuerliche EBITDA ist und wie man es ermittelt, schauen wir uns gleich auf der Folgefolie an. Immer mal für dieses Beispiel die 30 Millionen als gegeben. Ich habe einen abzugsfähigen Zinsaufwand von 5 Millionen und steuerpflichtigen Zinsertrag von 3 Millionen. In der Variante dazu das steuerliche EBITDA nur 3 Millionen hoch. Und jetzt ist die Frage, wie überlege ich jetzt, ist mein Zinsüberhang abzugsfähig oder nicht? Erster Schritt, ich ermittle den Zinsüberhang. Das sind die abzugsfähigen Zinsaufwendungen von 5 Millionen minus dem steuerpflichtigen Zinsertrag von 3 Millionen. Als Produkt 2 Millionen Zinsüberhang. Und stellt diesen Zinsüberhang gegenüber quasi mit dem verrechenbaren EBITDA, also mit 30% des steuerlichen EBITDAs. Das sind 30% von 30 Millionen. Das heißt, hier hätte ich an und für sich ein EBITDA von 9 Millionen. Mein Zinsüberhang beträgt nur 2 Millionen, bedeutet eben Variante 1 mehr oder weniger, wenn man so will, Zinsüberhang abzuziehen, ist überhaupt kein Thema, keine Diskussion. Ich habe ganz einfach auch noch Spielraum, den ich hier nutzen kann von 7 Millionen, das wäre eben vortragsfähiges EBITDA. Vielleicht, was wir Ihnen jetzt noch verschwiegen haben, ist die Variante 2 in dem Beispiel, nämlich da habe ich das steuerliche EBITDA ist hier nur 3 Millionen. 30% von 3 Millionen bedeutet hier ein verrechenbares EBITDA von 1 Million. Mein Zinsüberhang von 2 Millionen ist aber höher. Und da ist die Frage, kann ich jetzt quasi die 2 Millionen dennoch zur vollen, also im vollen Ausmaß absetzen oder nicht? Und die Antwort ist ganz einfach ja, weil ich eben diesen Freibetrag habe von 3 Millionen. Also wenn mein Zinsüberhang irgendwo mitspielt rund um die 3 Millionen, muss ich mir gar keine Gedanken machen, ob hier Abzugsfähigkeit vorliegt oder nicht. Also hier die 2 Millionen auch in dieser Variante abzugsfähig, obwohl 2 Millionen nicht Deckung finden in 30% von 3 Millionen. Jetzt zum Beispiel 2 mehr oder weniger oder zu der Frage, wie ermittle ich das steuerliche EBITDA? Ausgangssituation beim steuerlichen EBITDA sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das heißt, hier muss ich in einem ersten Schritt einmal den Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss umrechnen in ein steuerliches Ergebnis. Das ist die Ausgangssituation für die Ermittlung des steuerlichen EBITDAs. Und da zähle ich dann dazu den Zinsüberhang, den wir vorher auch diskutiert haben, wie ich den ermittle. Ebenfalls hinzuzurechnen die steuerliche Abschreibung und abzuziehen eine quasi steuerwirksame steuerliche Zuschreibung und ermittelt so das steuerliche EBITDA. 30% davon sind dann der Höchstbetrag des abzugfähigen Zinsüberhangs. Also quasi nochmal vereinfacht, das Höhere aus den zwei Beträgen, nämlich
30% vom steuerlichen EBITDA oder die 3 Millionen ist quasi die maßgebende Grenze für die Abzugsfähigkeit. Nur der Vollständigkeit halber erwähnt, steuerfreie Dividenden, steuerfreie Einnahmen spielen hier natürlich nicht mit, erhöhen hier nicht das EBITDA, weil das eben das steuerliche EBITDA ist. Umgekehrt auch, nicht abzugsfähige Aufwendungen berühren das EBITDA ebenfalls nicht. Und vielleicht zur Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich als Kapitalgesellschaft an einer Personengesellschaft beteiligt bin, die Personengesellschaft ja nicht quasi Steuersubjekt. Die Personengesellschaft ist hier einfach anteilig mit zu berücksichtigen in den Einkünften aus Gewerbebetrieb, im Zinsüberhang, in der Abschreibung, in der Zuschreibung. Also so, als ob es originär einfach erwirtschaftet würde durch die Kapitalgesellschaft. Das Ganze vielleicht an einem Beispiel. Wir haben folgende Ausgangssituation. Sie sehen hier abgebildet eine ganz vereinfachte G&V, ausgehend von 500 Millionen Umsatzerlöse minus Abschreibung 35 Millionen, sonst gezogen. Hier steuerfreie Beteiligungserträge fließen ganz normal als Einkünfte in die G&V. Zinsüberhang von 40 Millionen wird abgezogen und ich komme so unternehmensrechtlich zu einem Jahresüberschuss von 60 Millionen. Erster Schritt, haben wir gelernt, ist die Überleitung des Jahresüberschusses auf eine steuerliche Bemessungsgrundlage. Quick Screening der G&V. Ich habe hier eigentlich nur die Beteiligungserträge zu korrigieren von 50, also mehr weniger Rechnung minus 50. Und ich lande hier bei der Steuerbemessungsgrundlage von 10 Millionen. Und diese Steuerbemessungsgrundlage ist jetzt quasi Ausgangslage für die Ermittlung des steuerlichen EBITDAs. Wie leite ich das steuerliche EBITDA ab? Ich zähle hinzu die Abschreibung, also die steuerliche Abschreibung. Wir nehmen hier mal vereinfacht an, die steuerliche Abschreibung entspricht der unternehmensrechtlichen, also diese 35 Millionen sind hinzuzuzählen. Und darüber hinausgehend ist auch noch hinzuzuzählen der Zinsüberhang, hier schon in der G&V ersichtlich mit 40. Das heißt, auch diese 40 zähle ich hinzu und habe das steuerliche EBITDA von 85. Und die 85, das ist jetzt das steuerliche EBITDA und die Ausgangsgröße für die 30% Ermittlung, also quasi diesen ersten Höchstbetrag. 30% von 85 Millionen sind 25,5 Millionen als eine Höchstgrenze mit im Hinterkopf immer der Freibetrag, der 3 Millionen beträgt. Das Höhere aus den Zweien ist quasi die maßgebende Schranke, wenn man so will. 25,5 Millionen ist höher als 3 Millionen. Das heißt, hier ziehen die 25,5 Millionen. Wir sehen aus der G&V, mein Zinsüberhang beträgt aber 40 Millionen. Und wir erkennen schon, okay, hier ist ein Betrag von 14,5 Millionen nicht abzugsfähig im betreffenden Wirtschaftsjahr, erhöht mir insoweit die steuerliche Bemessungsgrundlage von ursprünglich 10, komme ich daher 24,5. Und die Frage ist, was tue ich jetzt einfach mit diesem nicht abzugsfähigen Zinsüberhang? Der ist nach den allgemeinen Regeln in der Zinsschranke vor. Schauen wir uns das dann später an einem Beispiel an. Ich würde sagen, was jetzt als nächster Punkt ganz interessant wäre, wäre die Definition des Zinsüberhangs. Gerald, möchtest du vielleicht hier übernehmen? Es wäre jetzt lustig, was du machst, wenn ich sage nein. Ja, nein. Nein, gerne. Definition Zinsüberhang. Wir wissen jetzt, ich meine, die Köstrichtlinien, auch die Judikatur hat hier schon vor einigen Jahren hier vieles klargestellt. Der Zinsüberhang ist ja definiert, ja, aus dem Nettozinsaufwand, also Zinsaufwand, ja, mit Minus, ja, plus gegengerechnet Zinsertrag, ja, und dieser Überhang bildet ja hier die Bemessungsgrundlage. Wesentlich muss man natürlich sagen, abzugsfähige Zinsaufwendungen, ja, also wenn eine andere Bestimmung, also beispielsweise Konzernerwerb, ja, also 12.1 Ziffer 9, ja, oder Gesellschafterfinanzierung Ziffer 10 KStG zur Anwendung kommt, dann spielt dieser Zinsaufwand in dieser Thematik Zinsschranke 12a KStG gar nicht mit. Ja, ist vielleicht das Erste. Das Zweite, der Netto-Zinsaufwand oder Zinsüberhang, wie wir ihn hier genannt haben, ist ja bitte sehr viel weiter gefasst. Ja. Also der Zins, das habe ich auch vorher schon kurz gesagt, ja, das sind alle zinsähnlichen Instrumente und die Richtlinie oder das Vorwort zur Richtlinie definiert es oder zähle es hier beispielsweise auf. Ja, ich habe mir das nochmal kurz rausgesucht. Ja. Das ist eine elendslange Formel, was hier alles grundsätzlich reinfallen könnte.
einfachster Fall, ja, auch Scharia-Finanzierungen natürlich, ja, sind hiervon umfasst. Also vielleicht kurz Stichwort Scharia-Finanzierung. Je nach Schule, ja, Scharia-Schule, haben sie eine unterschiedliche Ausgestaltung. Aber ich glaube, die Grundidee ist jetzt zu sagen, naja, also keine Zinsen für die Zurverfügungstellung von Geld, ja, sondern, wenn man so möchte, Geschenke oder andere Gegenleistungen, ja, aber nicht dieses klassische Zinsgeschäft. Ja. Also auch all das hier fällt grundsätzlich unter den Zinsaufwand, ja, oder den Zinsüberhang, also ein sehr, sehr weiter Begriff, ja, inklusive natürlich der Nebenkosten. Ja, das muss man vielleicht auch sagen. Wir haben es da zusammengefasst mit jeder Vergütung für Fremdkapital, ja, einschließlich sämtlicher Zahlungen für die Beschaffung. Ja, also Beratungskosten, Vermittlerkosten, was auch immer, beziehungsweise alles, was wirtschaftlich mit Zinsen gleichwertig ist. Also die Zinsschranke geht deutlich über das, was wir derzeit unter Zinsen verstehen, darüber hinaus, ja, beziehungsweise erweitert diesen Begriff. In einem grünen Feld haben wir nochmal die überschüssigen, gut, da haben wir nochmal kurz klargestellt, was damit gemeint ist, aber de facto ist mit der gesetzlichen Formulierung das gemeint, was auch die Richtlinie vorsieht. Also vielleicht kann man mitnehmen, eine sehr, sehr weite Fassung von Zinsen. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei den Ausnahmen. Wir haben ja gesagt Freibetrag, ja, Freibetrag von 3 Millionen. Wir haben es bei der Studie gesehen, Sie erinnern sich, diese 344 Unternehmen, es sind über 2200, wenn wir keinen Freibetrag hätten. Ja. Also der Freibetrag wirkt schon massiv und ist sicherlich eine der angenehmsten und besten Wohltaten, die hier die Richtlinie erhielt, beziehungsweise auch der Gesetzgeber dankenswerterweise aufgegriffen hat. Auch dankenswerterweise muss man sagen, es ist halt keine Freigrenze, sondern tatsächlich ein Freibetrag. Und insofern, es zählt halt die höhere der beiden Grenzen. Wir haben es gesagt, also die 30% EBITDA-Grenze, liegt die darunter, dann kann ich immer noch bis 3 Millionen den Freibetrag ausschöpfen, ohne dass ich hier vom Abzugsverbot der Zinsschranke umfasst bin. Eine wesentliche andere Ausnahme ist die Standalone-Klausel. Die ist auch in der Richtlinie grundsätzlich eher, also wenn man es sich durchdenkt, relativ straight oder nicht sehr flexibel formuliert. Ja, es gibt natürlich noch viele Fragen, auch in dem Zusammenhang, die man sich noch ansehen muss. De facto, was ist ausgenommen? Ein Standalone-Unternehmen. Ja, weil da ist jetzt hier eigentlich nicht die Intention oder die Idee des Richtlinien-Gesetzgebers, dass man sagt, darüber, wenn es nur ein Unternehmen gibt, ja, darüber wird jetzt wohl keine Steuergestaltung laufen, also keine Fremdfinanzierung geroutet werden, die Teil einer groß angelegten Steuergestaltung ist. Ja, was sieht das Gesetz hier vor? Ja, ich lese es noch vielleicht ganz kurz vor. Also grundsätzlich ausgenommen nach dem 12a Abs 2, ja, sind Körperschaften, die nicht vollständig in einen Konzernabschluss einbezogen werden. Gut, also ja, da müsste man sagen, at equity, sagten die EBs, at equity Konsolidierung wäre grundsätzlich auch der Fall, ja, dass ich einbezogen werden würde. Das heißt, at equity wäre schon schädlich. Weiters kein verbundenes Unternehmen, und das ist vielleicht die größte Einschränkung, gemäß 10a Abs 4 Ziffer 2 KStG vorliegt. Also Sie wissen, diese Definition des verbundenen Unternehmens heißt ja 25%, ja, Kapitalstimm- oder Gewinnanteil. Also da ist man schon sehr, sehr weit herunten, ja, mit der Möglichkeit, in diese Standalone-Klausel hereinzufallen und insbesondere keine ausländische Betriebsstätte unterhalten wird. Ja, also die Voraussetzungen sind bitte kumulativ gegeben oder zu verstehen. Ja. Und insofern, wenn man das jetzt nur ganz kurz durchspielt, wer könnte denn da reinfallen? Naja, die Körperschaft, die von einer natürlichen Person gehalten wird beispielsweise, die Körperschaft, die von mehreren Kapitalgesellschaften gehalten wird, die alle zumindest unter 25% beteiligt sind, ja, beziehungsweise keine Betriebsstätte im Ausland hat. Ich meine, ich weiß, Lukas, du hast dir das auch für viele Konzerne schon angesehen. Möchtest du dann auch einen Input geben? Ja, was vielleicht hier noch zu berücksichtigen ist oder was man sich vor Augen hält, bei verbundenen Unternehmen denkt man sich immer, gut, das ist die Verbundenheit nach unten hin, ja, also quasi immer die Blickrichtung, ist eine Kapitalgesellschaft an einer Tochter beteiligt, hier aber durch das Abstellen auf die Verbundenheit im Sinne der Hinzurechnungsbesteuerung haben wir eigentlich die Verbundenheit nach unten hin und nach oben hin. Das heißt, beim Screening der Konzernstruktur einfach immer den Blick drauf zu haben, es kann in beide Richtungen gehen
Und gefühlt, wenn man eine größere Struktur hat, ist diese Stand-Alone-Klausel einfach unmöglich, weil quasi eben, wenn man so will, ist das so die Salami-Taktik, habe ich gehört. Erster Bullet Point, man sagt, fällt man in die Konzern, in einen Konzernabschluss ja oder nein, hat man vielleicht noch Hoffnung und sagt, na, ich bin eh nicht im Konzernabschluss, nicht mal at Equity. Dann kommt aber der zweite Bullet Point mit, ja, aber du bist vielleicht ein verbundenes Unternehmen. Bin ich selbst das nicht? Habe ich vielleicht immer noch Hoffnung auf die Standalone-Klausel? Und dann kommt quasi der dritte Bullet Point mit und du darfst im Übrigen auch keine ausländische Betriebsstätte haben. Ja, ist leider Gottes sehr eingeschränkt. Hoffnung macht aber der Punkt davor, nämlich der Freibetrag für 3 Millionen, das besänftigt doch einiges. Danke. Danke für die Zusammenfassung. Also eigenständige Unternehmen, die Ausnahme dafür in Konzernen jetzt vermutlich nicht der Brüller, das wollten wir Ihnen damit auf den Weg geben. Schauen wir noch vielleicht zu einer anderen Ausnahme, die für Konzerngesellschaften sicherlich schon von Relevanz sein wird. Ja, das ist eben diese Eigenkapital-Escape-Clause. Ja, also die Idee, wir haben es eingangs gehört, die Wertschöpfung ist gleichmäßig verteilt. Die Eigenkapitalquoten im Konzern sind gleichmäßig verteilt. Ja, also es gibt jetzt nicht irgendwo Konzerngesellschaften, die mit der Eigenkapitalquote gänzlich runterfallen und nur fremdfinanziert sind. Das wäre eben ein Indiz für eine potenziell steueroptimierte Gestaltung. Toleranzgrenze sehen Sie hier 2%. Also Sie dürfen mit Ihrer Tochter 2% unter dem Gesamtergebnis sein. Den Hintergrund haben wir hingeschrieben. Jetzt ist die Frage, wie wird denn das ermittelt? Naja, grundsätzlich Idee ist zu sagen, man hat ein einheitliches Regelungswerk, entweder UGB oder IFRS oder nach anderen vergleichbaren Standards. Was wäre das beispielsweise? Ich habe auch viele Klienten beispielsweise, die hier nach LuxGAP, ja, oder nach GermanGAP Abschlüsse aufstellen. Also Sie können halt hier nur Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen vergleichen. Die Berechnung ist insofern dann relativ einfach, weil die Eigenmittelquote, wie gesagt, Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme im Konzern gegeben ist. Sie müssen natürlich nur schauen, das Eigenkapital nach IFRS sieht natürlich gänzlich anders aus als nach UGB oder nach LuxGAP beispielsweise. Ja. Also von da ist natürlich eher die Frage, wie ist die Eigenmittelquote oder beziehungsweise was für einen Rechnungslegungsstandard haben Sie im Konzern und wie sieht das Eigenkapital in diesem Rechnungslegungsstandard generell aus? Ich meine, Lukas, ich kenne auch dich, ja, auch das hast du dir schon überlegt. Ich bin mir sicher, du gibst mir nochmal Input dazu. Aber nur, wenn du willst, ja? Na, ausnahmsweise habe ich hier nichts zu ergänzen. Das passt alles wunderbar. Im Detail habe ich noch nicht alle Rechnungslegungsstandards verglichen, die es so gibt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis 01.01.2021, um genau zu sein. Und da kann ich dann vielleicht schon entsprechend Rückmeldung geben. Okay, gut. Also vielleicht finden wir einen, wo wir dann einfach das Beispiel oder wir stellen dann die Konzernrechnungslegung um und sagen, jetzt haben wir überall extrem hohe Eigenkapitalquoten, die annähernd gleich sind. Aber gut, vielleicht eine Überlegung, die ein bisschen zu weit führt. Gut, die Ausnahme, die Bestandsschutzklausel haben wir auch vorher kurz gehört. Alles, was einen Vertragsabschluss vor dem 17. Juni 2016 hat, ist grundsätzlich mal hier nicht umfasst. Aber Achtung, nur bis 2025, auch dann wächst es. Ja, das ist in dem Fall eine dynamische Klausel, die ist in der Richtlinie so nicht vorgesehen. Also da steht drin, Grandfathering geht. Ja, es ist aber aus unserer Sicht auch von der Richtlinie gedeckt, hier zu sagen, man sieht halt hier einen gewissen Zeitraum hinein, weil man sagen muss, wahrscheinlich ist es in der Praxis relativ oder eher irrelevant, weil wenn ich die Finanzierung 2016 habe, die dann 2025 spätestens hineinwächst, also beispielsweise eine Finanzierung 2015, die ab 2025 in die Neuregelung hineinwächst. Die meisten Finanzierungsverträge sind jetzt auch auf eine gewisse Zeit abgeschlossen. Das heißt, ich glaube nicht, dass diese Übergangsfrist hier zu großen Problemen in der Praxis führen wird. Achtung allerdings natürlich bitte im Konzern, wenn Sie hier Finanzierungen ja, ab dem 17. Juni 2016 abgeschlossen haben, haben Sie für diese Finanzierung, und das kann ja durchaus auch gemischt sein im Konzern, definitiv, ja, also Alt- und Neuverträge, bitte die Zinsschrankenregelung ab 01.01.2021 zu berücksichtigen. Also auch da, glaube ich, wieder der Auftrag, gerade an die Steuerabteilung in Konzernen hier wahrscheinlich nochmal das DEX-IKS ja gerade in diesen Punkten nachzuschärfen, um das in die laufenden Prozesse mit aufzunehmen. Wir haben es zuerst gehört,
nicht nur bei der Studie, sondern auch beim Schnelldurchlauf der Zinsvortrag. Oder im Beispiel von Lukas war ja das Thema, dass wir Zinsen nicht gänzlich abziehen konnten. Ich glaube, jetzt müssen wir mal schauen, ich glaube, es waren irgendwie 14,5 Millionen, die haben wir steuerlich wieder hinzugerechnet. Und dieser Zinsvortrag, diese 14,5 Millionen, die sollen ja nach der Richtlinie und auch nach dem Gesetz in späteren Jahren verwertet werden können. Ja, und das sagt uns hier der zeitlich unbegrenzte Zinsvortrag. Und den EBITDA-Vortrag, der ist auf 5 Jahre beschränkt, ich meine, den zu erklären, ist es ja eine Sache, ist, glaube ich, auch nicht so komplex, aber noch besser versteht man, wenn man es anhand vom Beispiel sieht. Dann ist irgendwie eben klar und sagt, aha, okay, das ist ein EBITDA-Vortrag. Vielleicht erkläre ich es in aller Kürze noch vorab. Sie haben ja auch die Möglichkeit, wenn Sie den Zinsvortrag haben, den Zinsvortrag ins nächste Jahr vorzutragen und angenommen im nächsten oder im zweiten oder im dritten oder im vierten Jahr, können Sie alles abziehen, was Sie hier vorgetragen haben. Sie hätten aber auf Basis der EBITDA-Berechnung noch immer einen Gap, den Sie zusätzlich abziehen könnten. Sie haben einfach keine Nettozinsaufwendungen, keinen Zinsüberhang mehr und diesen Gap dürfen Sie dann auch in die Folgejahre mitnehmen. Ja, das ist natürlich schon noch ein Vorteil. Das ist halt zeitlich begrenzt auf 5 Jahre, das muss man sagen, aber nichtsdestotrotz mildert die Effekte massiv ab. Ich zeige es Ihnen kurz noch anhand von einem Beispiel, wobei Lukas, du möchtest sicher zu den Umgründungen vielleicht noch was sagen, weil eines der wesentlichsten Themen, die uns natürlich auch umtreibt und dazu ist ja auch noch eine Verordnung ausstehend, ist, wie gehen wir denn mit diesen Zins- und EBITDA-Verlustvorträgen, also Verlust, ja, Zinsvorträgen müsste man sagen, ja, eigentlich in der Folge um, wenn wir umgründen? Ja, also bis jetzt wissen wir es eigentlich nicht. Also die Verordnung wird uns hier erhellen, so der Wunsch. Aus Stand jetzt, aus Sichtstand jetzt ist es, der Zinsvortrag, auch der EBITDA-Vortrag sind vielleicht betriebswirtschaftlich ein bisschen vergleichbar mit dem Verlustvortrag, inhaltlich aber doch was anderes. Drum wird es einfach so sein, dass die Regelungen, die derzeit im Umgründungssteuergesetz explizit für den Verlustübergang, den objektbezogenen Verlustübergang bei Umgründungen geschaffen sind, dass die hier nicht greifen können. Was aber denkbar ist, dass man hier vielleicht mit der Gesamtrechtsnachfolge arbeitet, also gesellschaftsrechtlich determinierte Umgründungen, aber auch steuerlich begründete Umgründungen, mehr oder weniger, also Verschmelzungen, Spaltungen, aber auch Einbringungen, kennen ja die Gesamtrechtsnachfolge und dass man hier an die Gesamtrechtsnachfolge anknüpft und sagt, dieser EBITDA-Vortrag, dieser Zinsvortrag ist eigentlich nichts anderes als sowas wie eine Abschreibungsdauer, die ich ja auch selbstverständlich übernehme. Und dass man, also da wäre es denkbar, hier den Zinsvortrag, den EBITDA-Vortrag übergehen zu lassen. Stand jetzt haben wir einfach noch nicht viel Klarheit, aber da wird die Verordnung kommen und uns mit Details versorgen. Müssen wir dann auch sagen, nachdem es dazu eine eigene Verordnung geben wird, lässt es ja sehr hoffen. Ja, also vielleicht schon der Umstand der Verordnung lässt hoffen. Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Beispiel, wo wir zuerst begonnen hatten. Das ist hier nochmal das Beispiel von vorhin. Sie erinnern sich vielleicht, wo wir sagen, die 30% sind steuerlich abzugsfähiges EBITDA. Ja, 40 haben wir Zinsüberhang, also 15 sind im Rahmen der Mehr-Weniger-Rechnung nochmal hinzuzurechnen. Wir hatten ein steuerliches Ergebnis von 10 plus die 14,5, die nicht abzugsfähig sind, sind 24,5 steuerliches Ergebnis. Von dem wird die Steuer berechnet. Ja, also das ist Bemessungsgrundlage nach Mehr-Weniger-Rechnung inklusive der Zinsschranke. Und die 14,5 konnten wir nicht abziehen. Das haben wir für die natürlich schon Steuer bezahlt, weil wir sie nicht abziehen konnten. Jetzt ist die Frage, was passiert damit? Schauen wir ins nächste Jahr. Haben wir eine Steuerbemessungsgrundlage, also da haben wir jetzt gar nicht die Mehr-Weniger-Rechnung vom Jahresabschluss, sondern starten gleich, ja, mit eigentlich dem Ergebnis Mehr-Weniger-Rechnung. Allerdings Achtung noch bitte vor Anwendung der Zinsschranke. Rechnen, und das ist hier nicht im Detail abgebildet, rechnen hier nochmal auf steuerliche EBITDA. Das nehmen wir jetzt einfach als gegeben hin, bitte die 150. Davon 30% sind meine 45. So, und jetzt halt die Frage, wie viel Nettozinsaufwendungen Überhang haben wir denn im Jahr 2? Sehen Sie hier die 25 drunter. Wenn Sie jetzt auch noch sagen, naja, ist ja fein, das heißt, bis 45 darf ich ausnutzen, die 25 habe ich, dann hole ich mir doch noch meinen nicht abgezogenen Zinsvortrag aus dem Vorjahr dazu. Das heißt, insgesamt kann ich die 25 und die 14,5 steuerlich abziehen. Also insgesamt meine 39,5. Ja. Aber 39,5
großartig, ja, wenn wir die abziehen. Bedeutet aber auch am Ende des Tages, dass wir immer noch die Differenz ja zu den 45, 39,5 und 45, 5,5, Sie sehen sie unten nochmal gerechnet, einen EBITDA-Vortrag haben, also wo wir es zuerst gesagt haben, diesen Gap, den wir noch gar nicht ausnutzen konnten, wenn wir gar nicht so hohe, inklusive dem Vortrag, Zinsüberhangs, Nettozinsaufwendungen hatten, weil der Zinsüberhang gar nicht so groß war. Insofern darf ich das hier zeitlich befristet für die nächsten 5 Jahre vortragen. Ja, also von der Idee her, in einem Jahr wird man es schon brauchen. Also Sie sehen, wenn man das so spielt, es hat natürlich einen verzerrenden Effekt. Es führt hier dazu, dass ich höhere Steuern zahle, sprich einen Liquiditätsnachteil habe, der sich aber hintenrum wieder ausgleicht. Ja. Das heißt, auch hier durch die Umsetzung der Instrumente ein wirklich sehr, sehr sinnvolles oder sagen wir mal möglichst sinnvoll und angenehm umgesetztes Konzept mit dem Zins- und EBITDA-Vertrag. So, und jetzt kommen wir nochmal kurz zum Thema Sonderregeln der Unternehmensgruppe. Da wird mich der Kollege Bernwieser gleich muten. Bevor er das macht, mache ich das selbst. Ja. Ja, wir haben Ihnen bisher ja verschwiegen, wie die Sonderregelungen für die Unternehmensgruppe aussehen. Also beim Schnelldurchlauf habe ich Sie auf später vertröstet und die frohe Botschaft, der Moment ist da, endlich lösen wir dieses Geheimnis auf. Wichtigste Message im Zusammenhang mit Unternehmensgruppen ist die, es findet keine isolierte Anwendung der Zinsschranke auf jeden Gruppenteilnehmer statt, sondern man muss hier eine gruppenbezogene Betrachtungsweise anstellen und quasi die Zinsschranke gesamthaft für die Gruppe denken auf Gruppenträgerebene. Gedacht hat sich das der Gesetzgeber wie folgt, nämlich dass man für jede Gesellschaft freilich das steuerliche Ergebnis als Ausgangspunkt hat, für jede Gesellschaft auch das steuerliche EBTA zu berechnen hat und auch den Zinsüberhang, dann aber nicht hergeht und für jede Gesellschaft die Zinsschrankenwirkung rechnet, sondern im Sinne eines additiven Ansatzes einfach alle Einzel-EBTAs zusammenzählt, alle Einzelzinsüberhänge zusammenzählt und die dann ins Verhältnis setzt und sich quasi gesamthaft von der zusammengefassten Summe der steuerlichen EBTAs die 30% ausrechnet und schaut, findet der Zinsüberhang in Summe einfach Deckung oder nicht. Das ist quasi ganz vereinfacht dargestellt, was die Sonderregelung für die Gruppe ist. Wichtigste Message an dieser Stelle, es gibt nur einen Freibetrag je Unternehmensgruppe. Also wer jetzt erwartet hat, die 3 Millionen werden einfach aufsummiert, je Gruppenteilnehmer, vielleicht auch ein bisschen, wie wir es von der Regelung Verlustrücktrag jetzt kennengelernt haben, der wird hier enttäuscht. Es ist ein Freibetrag je Gruppe, der hier zur Anwendung kommt. Da kann der Gesetzgeber aber auch nicht wirklich was dafür, denn die Richtlinie, die da dahinter steht, sieht einfach keine andere Möglichkeit vor als einen Freibetrag in Unternehmensgruppe. Aber hier als Message aufgepasst, 3 Millionen in einer Unternehmensgruppe in Abhängigkeit von der Größe der Unternehmensgruppe, das kann schon einmal zu wenig sein, wenn man das mal so sagen darf. Was gibt es noch zu erwähnen? Die Ausnahmen, also ganz normal greifen die Ausnahmen der Bestandsschutz, den wir schon erwähnt haben, für Altverträge. Die Standalone-Regelung wird hier schwer möglich sein. Also das ergibt sich aus der Gesetzessystematik einfach auch, dass hier Standalone-Regelung für die Gruppe nicht zur Anwendung kommen kann. Der Eigenkapitalquotenvergleich, der angesprochene, allerdings sehr wohl. Und hier ist die Denke die, dass die Gruppe für sich quasi einen Gruppeneinzelabschluss, also einen fiktiven Teilkonzernabschluss erstellen muss, mehr oder weniger auf Basis dieses Teilkonzernabschlusses die Eigenkapitalquote rechnet und die ins Verhältnis setzt mit der Eigenkapitalquote des Konzerns. Sollte die Unternehmensgruppe deckungsgleich mit dem Konzern sein, dann gibt es hier die erste frohe Botschaft, dann wirkt die Zinsschranke einfach nicht, weil dann hat man immer eine gleich hohe Eigenkapitalquote wie die des Konzerns. So, das ist jetzt quasi verbal ausgeführt, wie die Sonderregel funktioniert. Vielleicht ein Beispiel, um das Ganze auch noch abzurunden. Wir haben eine Gruppe bestehend aus einem Gruppenträger und einem Gruppenmitglied. Und als Randnotiz vielleicht, der Gruppenträger hat dem Gruppenmitglied ein Darlehen gewährt in Höhe von 600 Millionen. Daraus resultiert freilich ein Zinsertrag beim Gruppenträger, ein korrespondierender Zinsaufwand beim Gruppenmitglied und das wird hier in diesem Beispiel angenommen mit 30 Millionen. Sie sehen hier abgebildet die vereinfachte Bilanz und die vereinfachte GmV des Gruppenträgers und des Gruppenmitglieds.
Einfach deshalb, weil wir ja jetzt mit dem Rechnen anfangen müssen. Also wir müssen uns wie in der Standalone-Situation einfach für jeden Gruppenteilnehmer das steuerliche Ergebnis errechnen, das steuerliche EBITDA ableiten, auch ableiten, inwiefern haben wir hier einen Zinsüberhang, und dann quasi all das, was wir hier uns ermittelt haben, zusammenzählen und in Gesamtbetrachtung anschauen, haben wir ein Problem oder haben wir keines. Beim Schnellverfahren der G&V des Gruppenträgers haben wir hier einen Jahresüberschuss von 1.000. Einzige mehr weniger Rechnungsposition, die wir hier ausfindig machen, ist ein Beteiligungsertrag von 50, also hier offenbar steuerfreie Dividende, die in dem betreffenden Jahr vom Gruppenmitglied bezogen wurde. Auf der Seite vom Gruppenmitglied soweit ersichtlich keine mehr weniger Rechnung notwendig. Das heißt, die 210 sind hier schon das steuerliche Ergebnis. Wenn wir jetzt noch einen Blick machen, was ist der Zinsüberhang? Der Zinsüberhang ist hier beim Gruppenträger, haben wir den Zinsaufwand von 40, offenbar aus einer externen Finanzierung, und dann durch das Weiterreichen des Darlehens einen Zinsertrag von 30 Millionen, ergibt einen Zinsüberhang von 10 Millionen beim Gruppenträger. Beim Gruppenmitglied ist es so, die 30 Millionen Zinsaufwand aus dem konzerninternen Darlehen sind dort halt der Zinsüberhang. Ja. Und jetzt gesamthaft zusammengezählt haben wir einen Zinsüberhang von 10 beim Gruppenträger, den sehen wir hier ganz schön, und 30 als Zinsüberhang beim Gruppenmitglied. Ergibt in Summe mal 40. Und jetzt ist einfach nur mal die Frage, wie komme ich zum steuerlichen EBITDA in der Gruppe? Ne? Ausgangsposition sind hier die steuerlichen Ergebnisse des Gruppenträgers. Wir hatten hier zunächst einmal einen Jahresüberschuss beim Gruppenträger von 1.000, haben mehr weniger Rechnung korrigiert, von 50, haben daher 950 als Ausgangssituation, zählen hinzu die Abschreibung von 40 und auch den Zinsüberhang von 10, den wir uns jetzt quasi in einem mühsamen Erstschritt ermittelt haben, und kommen hier zu einem steuerlichen EBITDA von 1.000 wieder. Beim Gruppenmitglied ist es so, steuerliche Ausgangssituation war ein Verlust von 210 im betreffenden Jahr, hier die Abschreibung wieder hinzuzählen, und auch der Zinsüberhang wie gewohnt, und man kommt zu einem steuerlichen EBITDA von minus 100. Und jetzt ist es so, dass man einfach nicht die Zinsschranke Standalone anwendet, also für jede Gesellschaft separat, sondern aufsummiert. Das steuerliche EBITDA in Summe sind daher 900. Ich errechne 30% von 900 sind 270 als quasi Obergrenze, die wir kennen. Die zweite Obergrenze, eine Gruppe, ein Freibetrag, wären halt 3 Millionen, 270 Millionen, hier doch der deutlich höhere Höchstbetrag. Und ich habe den Gruppenzinsüberhang eben aus der Summe von 10 Zinsüberhang Gruppenträger und 30 Zinsüberhang Gruppenmitglied ergibt 40. Und hier ganz schön ersichtlich, die 40 finden spielend Deckung in den 270, und ich habe hier in dem Fall kein Problem. Die Message, die wir Ihnen hier vielleicht mitgeben wollen, Freibetrag einer je Unternehmensgruppe. Ich habe hier keine Konsolidierungsdecke, denke in der Gruppe, sondern eher additiver Ansatz, aber dennoch, sofern konzerninterne Finanzierungen bestehen und die gewährende und die übernehmende Gesellschaft sind beide in derselben Gruppe, dann ist auch beim additiven Ansatz, rechnet sich hier der Zinseffekt raus. Sodass wir hier eigentlich kein Problem haben mit dem Abzug. Ja, frohe Botschaft, die nächste ist, Sie haben es fast geschafft. Wir haben nur noch ein paar Hinweise für die Praxis. Was kann man sich mitnehmen aus der Zinsschranke? Ganz einfach, dass man mal sich jetzt schon Grundsatzgedanken macht. Es ist zwar der Initiativantrag erst, wenn man so will, aber es ist zu erwarten, dass die Zinsschranke in der Form auch kommen wird. Vielleicht wird es marginale Änderungen hier und da geben, aber im Großen und Ganzen wird die Zinsschranke so kommen. Wenn man sich jetzt mit seiner eigenen Unternehmensstruktur quasi einen Blick auf die Zinsschranke wirft, ist vielleicht wesentlich, dass man sich ansieht, habe ich Altverträge, die hier ausgenommen sind, die müsste ich rausschälen. Inwiefern kann ich die Freibeträge nutzen? Sind meine Unternehmensgruppen optimal ausgestaltet? Ich habe ja, wie gesagt, einen Freibetrag je Unternehmensgruppe. Das heißt, hier habe ich potenziell ein Problem. Aber die Freibeweismöglichkeit über den Eigenkapitalquotenvergleich, das heißt, hier auch überlegen, macht es vielleicht Sinn,
einen fiktiven Teilkonzernabschluss für Unternehmensgruppen zu machen oder nicht. Was man definitiv, wie bei jeder gesetzlichen Änderung hat, ist das IKS anzupassen, ist mein Compliance-Prozess so aufgesetzt, dass ich rechtzeitig quasi von Finanzierungen in der Struktur erfahre, um hier quasi auch das EBITDA entsprechend monitoren zu können, bringt mich dann quasi zum abschließenden Punkt vielleicht. EBITDA-Monitoring könnte man ja vielleicht andenken, mit Umgründungen zu operieren, vielleicht aber noch abwarten, was hier die Verordnung dazu sagt. Summa summarum, eine komplexe Angelegenheit, aber für die komplexen Fragen sind wir ja gerne für Sie da. Also wenn Sie Fragen haben, gerne an uns wenden. Wir haben auf der Folgefolie auch unsere Kontaktdaten ausgerufen. Message, die wir aus dem Beitrag auch vom Gerald Kerbel haben, ist, der Freibetrag hilft halt vielen Unternehmen raus, aber nicht allen. Und wenn Sie zu denen dazugehören, die nicht befreit sind und hier doch ein bisschen Bedarf haben, wir freuen uns über einen Anruf durch Sie. Und jetzt haben Sie es endgültig von meiner Seite geschafft. Also ich habe keine Anmerkungen mehr. Gerald, hast du vielleicht noch Worte, die du mitgeben möchtest? Ansonsten. Ja, nein, ich wollte dich einfach nicht unterbrechen. Ja. Also, ich glaube, du hast schon wirklich alles gesagt. Ich will das auch nicht mehr lange aufhalten. Ich präsentiere jetzt noch kurz die anderen 50 Folien, die wir vorbereitet haben. Nein, kleiner Scherz. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, vielleicht noch eine ganz kleine Ankündigung, wenn ich das machen darf. Ja. Also, wie Sie vielleicht ja schon auch Linda entnommen haben, wir, Kollege Bernwieser und ich, haben uns ja dazu hinreißen lassen, ein Buch herauszugeben. Das heißt, der Konzern im Gesellschafts- und Steuerrecht, gemeinsam mit Dr. Ruhm. Das wird jetzt relativ zeitnah erscheinen. Ist ja angekündigt, ist schon im Druck. Ja, da finden Sie, glaube ich, alles, was Ihr Herz begehrt zum Thema Konzern. Ja, nur natürlich nicht die Zinsschranke. Ja. Also das wäre noch verfrüht gewesen. Aber da bitte sind Sie versichert. Ja, wir haben auch Folgepublikationen, die jetzt schon im Detail geplant werden. Also das Thema werden Sie auch hier nächstes Jahr noch in einem Werk von uns zu lesen bekommen. Also das greifen wir auch sicherlich auf. Ja, ich weise nochmal auf dieses Werk hin. Ist wirklich sehr nett, hat auch einen netten Umfang. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall steht halt der PC oben dann drauf. Ja, wobei, dann steht er wahrscheinlich relativ hoch, ja, muss ich Ihnen auch sagen. Also von daher alles Gute von meiner Seite, alles Gute von unserer Seite. Danke fürs Zusehen. Und ja, Sie können sich den Webcast in der Folge jederzeit online bei uns ansehen. Sie bekommen die Folien zugeschickt. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach per E-Mail an die angegebene Adresse wenden. Wir beantworten diese umgehend. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Dankeschön. Auf Wiedersehen.